Herzlich willkommen zu einem Aktionär-TV-Interview. Ja, in den vergangenen Tagen war ja einiges geboten. Sitzungen von EZB und FED und dann auch die Wahl in Großbritannien. Und auch im Handelsstreit zwischen den USA und China, da bahnt sich offenbar ein Deal an. Das Ganze hat auch Auswirkungen auf die Devisenmärkte natürlich. Und über die möchte ich jetzt sprechen, zusammen mit Jürgen Mayer von JM Market Research. Ja, schönen guten Tag, Herr Mayer. Einiges an Themen, die wir abzuarbeiten haben. Wir starten mal in Großbritannien, denn Boris Johnson hat die Wahl für sich entscheiden können mit einer absoluten Mehrheit für die Tories. Wie kommt denn die Entscheidung der Briten bei Ihnen an? Ja gut, eigentlich wie erwartet. Sie hatten ja die Wahl zwischen Teufel und Belzebub, wenn wir es mal ganz ehrlich sind, zwischen einem gelockten Terrier mit Brexit-Austrittsplänen und einem notorischen Lügner, der schon mehrfach verurteilt wurde. Also von der Seite her, war es eigentlich zu erwarten, dass es in die Richtung gehen wird. Was bedeutet jetzt dieses Wahlergebnis für das britische Pfund? Ja, zunächst einmal, dass die Unsicherheit über die weitere Verfahrensweise weg ist. Das hat man auch deutlich gemerkt. Das britische Pfund konnte deutlich zulegen über Nacht. Das heißt ganz einfach nicht, dass man jetzt sich damit abfindet, dass Brexit positiv für Großbritannien ist. Aber zumindest diese Unsicherheit, diese ständige rein aus den Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, ist es mal vorbei. Man kann davon ausgehen, dass der 31. Januar, der letzte Tag von UK in der EU ist. Und damit ist diese Untersicherheit mal weg. Und immer wenn Unsicherheiten aus Märkten verschwinden, dann ist das positiv für die jeweilige unterliegende Währung. Auch bei einem anderen Thema ist die Unsicherheit ein bisschen kleiner geworden. Die USA und China, die scheinen vor einer Einigung für einen Phase-1-Deal zu stehen. Wie sehen Sie denn hier die Lage? Ja, das ist richtig. Es ist auch mittlerweile, wie soll man sagen, Sonnenberger Schießen im Quadrat, was die beiden miteinander veranstalten. Von der Seite her ist es mehr als logisch, dass hier endlich mal ein Deal gefunden werden muss, der beide Seiten zumindest etwas zufriedenstellt und das Gesicht wahren lässt. Insofern, man merkt jetzt schon, dass das der Euro-Dollar sich hier nach oben bewegt. Das ist eine direkte Auswirkung auf diese bevorstehende Phase-1-Einigung. Und sollte da mehr draus werden, dann ist auch hier so, dass das die Stärke des Dollars momentan dann mal Makulatur sein dürfte. Und wenn es jetzt wirklich zur Vertragsunterzeichnung kommt, dann ist Phase 1 Deals, vielleicht sogar Phase 2, 3, was auch immer, welchen Einfluss hätte das auf die Devisenmärkte? Also ich gehe davon aus, dass Euro-Dollar dann positiv wird, also dass der Dollar dann eher zur Schwäche neigen dürfte. Er wurde ja mehr oder minder künstlich gestärkt durch verschiedene Interventionen in den letzten Monaten. Alles unter dem Hintergrund eben ein bisschen Druck aufzubauen, damit eine Einigung zustande kommt. Das Ganze wurde ein bisschen von der POC auch befeuert. Und von der Seite gehe ich mal davon aus, dass der Dollar tendenziell eher schwächer werden dürfte in den nächsten Monaten, der Euro dann entsprechend stärker. Bleiben wir noch ein bisschen in den USA. Da hat sich die Fed ja zur Geldpolitik geäußert. Wie interpretieren Sie und bewerten Sie die jüngsten Aussagen? Ja gut, so sonderlich viel Neues haben sie ja nicht gesagt. Sie haben ja lediglich bekannt gegeben, dass sie, wie Paul sich ausgedrückt hat, die Füße stillhalten wollen, um das Ganze etwas zu beobachten. Sie hatten ja jetzt schon mehrfach die Zinsen gesenkt, haben jetzt mal diese Bandbreite unverändert gelassen. Ich gehe mal davon aus, dass sich hier in den nächsten paar Wochen nichts ändern dürfte. Also auch die nächsten Sitzungen Anfang nächsten Jahres sehe ich sehr entspannt. Ich glaube nicht, dass da eine Änderung zustande kommt. Und wie gesagt, so eine ganz große Änderung gab es eigentlich nicht. Dann schauen wir einfach nach Europa. Da gab es die erste Sitzung der EZB mit Christine Lagarde als Präsidentin. Sie haben sich ja zuletzt sehr kritisch zu Lagarde, aber auch dem Vorgänger Draghi geäußert. Wie kam denn jetzt diese erste Pressekonferenz von ihr bei Ihnen an? Also der offizielle Teil war ja mehr oder minder wie erwartet. Sie hat ja nichts Neues von sich gegeben. Das Interessante war ja mehr der zweite Teil, wo sie dann das Manuskript auf die Seite gelegt hat und dann frei gesprochen hat, um hier mal zu verkünden, dass sie alles auf dem Prüfstand stehen wird. Sie hat ja gesagt, ich bin weder bei den Tauben noch bei den Falken. Was man dann auch immer draus schließen möchte, es hat zumindest dafür gesorgt, dass beim Bund Future entsprechend Bewegung aufkam und der mal geschwind 120 Stellen verloren hat aufgrund von diesen Äußerungen. Wie gesagt, ich bin nach wie vor kein Freund von ihr, weil ich einfach sage, es kann eigentlich nicht sein, dass eine nicht ausgebildete Dame, also sie hat ja keine Banklehre, nichts, hier die Vorsitzende der größten europäischen Bank wird. Aber okay,
Das habe ja nicht ich zu entscheiden und auch nicht wir alle, sondern das ist von der Politik vorgegeben. Der Herr Macron hat seine Kandidatin damit durchgebracht. Das war eigentlich das Überraschende, um das zurückzuführen an der ganzen Pressekonferenz, waren diese paar Sätze, die sie freigesprochen hat, wo sie einfach auch gesagt hat, okay, sie will alles auf den Prüfstand stellen. Sie lebt davon, dass es ein Miteinander gibt, was ja letztendlich auch eine Spitze gegen Draghi war, der ja, dem ja immer nachgesagt wurde, dass seine Entschlüsse immer sehr einsam in seinem eigenen Büro fallen. Wie könnte es denn mit dem Währungspaar Euro-Dollar weitergehen? Was sind hier Ihre Ziele? Also ich gehe davon aus, wenn wir es heute schaffen, über die 1,1180 zu gehen als Tagesschlusskurs, dann haben wir auch den langfristigen Average zum ersten Mal seit Monaten wieder überschritten und dann gehe ich davon aus, dass wir sogar eine kleine Jahresendrallye kriegen, die uns Richtung 1,1350,80 führt. Und im neuen Jahr gehe ich dann davon aus, dass wir hier sehr freundliche Phasen haben werden. Sag ich mal, erstes Quartal Höchstkurs so um die 1,15, 1,16, zweites Quartal dann bis zu 1,20. Wie stellt man sich denn abschließend auf dem Devisenmarkt am besten auf? Also wie sollte der Anleger sein Portfolio strukturieren? Also ich würde jetzt momentan pro Euro strukturieren, das heißt also den Euro long gehen gegen die meisten Währungen. Ich wäre sehr positiv gegenüber nach wie vor russischen Anleihen, weil man hier noch gute Zinsen bekommt und ich jetzt kein großes Risiko sehe hier für den russischen Rubel. Ich wäre sehr vorsichtig, was Aktien anbetrifft. Herr Mayer, dann sage ich vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Gerne und noch eine schöne Weihnachtszeit. Ihnen ebenso. Besten Dank. Ja, und schön, dass Sie dabei waren bei unserem Blick auf den Devisenmarkt. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.